10.000 Abonnenten. 10.000. Oh, das ist voll krass, Digga. Der Titel dieses Videos klingt vielleicht ein bisschen nach Clickbait. Ist er ja auch irgendwie. Aber irgendwie auch nicht, denn ich lösche tatsächlich eine ganze Reihe meiner Videos. Und einige von euch werden sich wahrscheinlich fragen, warum ich das tue. Diese Frage werde ich in diesem Video beantworten und euch außerdem erzählen, welche Videos von dieser Entscheidung betroffen sind. Aber bevor ich das tue, möchte ich mich bei euch erstmal für 10.000 Abonnenten bedanken. Das ist der absolute Hammer. Ich bin ja schon bei 5.000 Abonnenten quasi aus allen Wolken gefallen. Aber 10.000? Ich bin mega gespannt, wo uns unsere Reise noch hinführen wird. Cool, dass ihr dabei seid, und zwar jeder einzelne von euch. Aber ihr wollt wissen, warum ich ausgerechnet jetzt einige meiner Videos löschen werde. Ich habe diesen Kanal hier vor 4 Jahren gestartet, um euch in meinem Wohnmobil mit auf meine Reisen zu nehmen. Mit Reisevideos hat hier alles angefangen. Aber ich wollte auch zwischen den Reisen Videos drehen und veröffentlichen, die euch, meinen Zuschauern, ein gewisses Maß an Mehrwert bieten. Und da in den Kommentaren unter den Videos immer wieder die Frage nach meinen Aufnahmen kam, wie ich dies oder jenes gefilmt habe, oder Fragen zum Schnitt, was lag da näher, als das in dem einen oder anderen Tutorial mit euch zu teilen? Schließlich kamen noch Wohnmobiltipps und Videos über meinen Lebensstil dazu, und alles wurde aus thematischer Sicht nach und nach sehr unübersichtlich. Wenn man sich erfolgreiche Kanäle hier auf YouTube ansieht, dann haben die allermeisten eins gemeinsam. Sie haben sich auf ein Thema spezialisiert, auf einen Oberbegriff, der das, was in den Videos gezeigt wird, beschreibt. Und das macht auch Sinn, weil verschiedene Themen in der Regel auch unterschiedliches Publikum ansprechen. Zuschauer eines Tutorials über Kameraeinstellungen interessieren sich wahrscheinlich eher nicht für mein Leben im Wohnmobil. Und umgekehrt gilt das wahrscheinlich in den allermeisten Fällen genauso. Mutig ist er ja. Ich muss hier, glaube ich, noch verhandeln, was die Gage betrifft. Also, das ist jedenfalls Eiskaffee hier. Eiskaffee am Hafen. Bester ja. Mann, bester und, Mann. Bester Mann, Alter. Krass, Digga. Bester Mann. Und nächstes Mal kriegt ihr ein Duett von uns beiden. Ja, oh, da komme ich drauf zurück. Ja, aber der beste Mann bist du. Wenn er nur wüsste, mit wem er hier gerade zu tun hat. Und deine Sachen, Bro, wir müssen fliegen. Am besten lässt du alles so stehen und liegen. Mach mal schneller, Digga, komm, wir haben's eins. Alter, wie geil ist das denn? Du bist ein Star. Wir halten zusammen. Auf jeden Fall. Hoffentlich schmeckt dein Tee genauso gut, wie du singst. Nette Truppe. Es mag sicher Überschneidungen geben, aber den Großteil da draußen, der sich für das übergeordnete Thema Vanlife interessiert, dürfte meine Tutorials eher verwirren. Und neue Besucher können nicht erkennen, was sie auf meinem Kanal eigentlich erwartet. Das Thema Reisen, Themen zum Wohnmobil, das Rumphilosophieren, meine Straßenmusik und Co. fallen meiner Meinung nach unter den Oberbegriff Vanlife, Lifestyle, wenn man das so nennen will. Das passt auf jeden Fall. Aber, und das ist der zweite Punkt, ich teile zwar gern mein Wissen, aber ich fühle mich in dieser Lehrerrolle nicht so richtig gut aufgehoben, im Rahmen dieser Videos jedenfalls. Und deshalb werde ich diese Videos, also meine YouTube-Tutorials, von diesem Kanal hier löschen, beziehungsweise ich werde sie auf privat setzen.
weil sie ja für mich irgendwie auch Teil meiner YouTube-Reise sind und deshalb auf jeden Fall als Seite in meinem Tagebuch auch erhalten bleiben sollten. Ja, meine Tutorials werden auch angesehen, aber sie passen eben nicht mehr in dieses Konzept, haben sie eigentlich noch nie. Einige von euch mögen sich diese Tutorials vielleicht ansehen und finden sie vielleicht auch interessant und lehrreich. Aber die meisten von euch kennen ja auch meine andere Seite. Wir kennen uns also quasi durch die Kommentare, durch E-Mails, WhatsApp und so weiter. Aber wenn jemand aufgrund eines Videos auf meinen Kanal kommt, in dem ich zeige, wie man im Regen filmt und sich dann ein Video ansieht, in dem es um mich und um mein Leben im Wohnmobil geht, dann wird er sich mit Sicherheit fragen, was das denn jetzt soll und das Video höchstwahrscheinlich wegklicken. Vielleicht klickt er vorher noch auf den Daumen nach unten, um seinem Frust Luft zu machen. Und das gibt YouTube ein falsches Signal, denn für den Algorithmus bedeutet das, dass dieses Video nicht interessant ist. Und deshalb wird der Algorithmus dieses Video mit meinem eigentlichen Thema anderen Usern gar nicht erst mehr vorschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob es für den Algorithmus förderlich ist, Videos zu löschen oder ob sich das Ganze vielleicht sogar negativ auf meinen Kanal auswirken kann. Das wird sich zeigen. Aber für mein Gefühl ist es an der Zeit, mal ein bisschen aufzuräumen und diesem Kanal hier wieder ein bisschen mehr Struktur zu geben. Aber wie denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht werden euch die Tutorials ja sogar auch ein bisschen fehlen. Das wird zwar nichts ändern, aber interessieren tut es mich natürlich trotzdem. Auf jeden Fall macht mir diese ganze YouTube-Geschichte hier riesigen Spaß und deshalb werde ich euch auch künftig mit regelmäßigen Videos hier auf dem Laufenden halten. Vorausgesetzt, ihr haltet mir trotz meiner Entscheidung auch künftig die Treue.